Aber Luckau ist ein relativ attraktives Wunderpunktdorf, ne? Ihr habt eine ganze Menge hier, oder? Wir hatten eine ganze Menge. Wir haben jetzt nicht mehr so viele. Nee. Also dieses Jahr hätte es stattgefunden, wäre ich die Einzige Oh, gewesen. echt? Letztes Jahr waren wir zwei. Früher waren hier mehrere. Sind einige weggezogen und dadurch hat sich das verändert. Einige sind älter geworden, anderen ist es zu viel. So der Lauf des Lebens. Ist auch eine ganze Menge Arbeit, oder? So einen Wunderpunkt aufzubauen. Es ist eine Wahnsinnsarbeit. Also es ist wirklich ganz, ganz viel Arbeit. Ich mache meinen Punkt alleine und ich habe eine Ausstellungsfläche von an die 100 Quadratmeter, die ich dann fülle. Und alleine diesen Ausstellungsraum zu bestücken, dass er schön aussieht, da reden wir von 2 bis 4 Wochen. Wow. Ja. Ja. Ehrlich? Ja. Hast du jetzt 4 Wochen gewonnen? Nee, nee, null, null, weil irgendwie, ich musste mir ja irgendwas einfallen lassen. Ich lebe ja davon, das ist ja mein Beruf, das ist ja nicht mein Hobby. Ich musste mir irgendwas einfallen lassen, wie ich jetzt mit der Situation klarkomme. Und ich hatte mich sehr konzentriert auf die Landpartie, dort Lesungen zu machen, mein Buch dort zu verkaufen. Und dann, als klar war, die Landpartie findet nicht statt, habe ich dann selber eine Lesung auf YouTube hochgestellt, die musste ich ja auch erstmal machen. Das waren auch mehrere Tage. Und dann habe ich erstmal einen professionellen Online-Shop eingerichtet. Also das, mir fliegt die Zeit so da weg. Und wenn irgendjemand kommt und mich interviewen oder filmen möchte, schreie ich ja. Damit bin ich jetzt auch schon diverse Tage unterwegs. So, also ich habe das Gefühl, ich habe sogar eher weniger Zeit als vorher. Aber wenn nachher die Landpartie anfangen würde, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr. Würde sie dir fehlen? Ja, also was ich, je dichter sie kommt, merke ich, ich habe mich mittlerweile mit diesem finanziellen Verlust abgefunden. Und womit ich überhaupt nicht klarkomme, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle Bilder, die ihr hier so seht, die zeige ich meistens auf Ausstellungen. Und ich male nicht für die Schublade. Ich brauche ganz, ganz doll die Reaktion des Publikums. Ich brauche die Leute, die meine Bilder angucken. Ich muss auch ihre Gesichter sehen. Und die bauen mich auf, dass ich dann das ganze Jahr durchhalte und meine Ideen umsetze, egal ob ich jetzt weiß, die kauft jemand oder die kauft niemand. Ich brauche einfach diese Bestätigung des Publikums, dass das, was ich mache, richtig ist. Und die habe ich nicht. Also irgendwie ein bisschen kriege ich die natürlich, aber diese 12 Tage, die sind für mich wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich habe dann so eine Cartoon-Ecke, wo so viele Frauen-Cartoons sind, dann sind da manchmal so richtig große Gruppen von Frauen, die dann losgackern. Und das brauche ich. Ich brauche das einfach. Und je dichter die KLP rückt, umso mehr merke ich morgens, wenn ich aufstehe, mir ist zum Heulen. Mir ist zum Heulen, weil ich nicht, das weiß ich nicht, wie ich das ersetzen soll.